Ja, hallo, ich bin Andreas aus dem Emsland und heute möchte ich euch erklären, wie der Werdegang unserer Tiere ist, vom Kalb bis zur Kuh. Wir sind hier bei den kleinsten Kälbern, die kommen hier nach der Geburt in diese Einzeliglus, die kann man jedes Mal gut sauber machen. Hier können wir das Kalb optimal versorgen, die haben ein kleines Klima, wo sich das Kalb wohlfühlt. Und ja, das Kalb wird erst mit Milch hier gefüttert, so viel Milch, wie es haben möchte. Und dann stellen wir es immer mehr um auf Kraftfutter und auf Silage dann. Und nach 3 Wochen kommt dieses Kalb zu den Größeren, zu den Älteren in eine Gruppe. Das ist hier im Stall, da gehen wir mal eben hin. Ja, ihr seht, hier sind die älteren Kälber, die sind hier zusammen in der Gruppe. Und diese bekommen jetzt noch etwas Milch, werden langsam aber abgesetzt und fressen, wie eben schon gesagt, immer mehr Kraftfutter. Und nach ca. 10, 12 Wochen bekommen sie dann gar keine Milch mehr, sondern nur noch Silo und werden dann weiter umgestallt in diesem Stall und rücken dann immer mehr nach hinten hin. Ja, hier kommen jetzt die Kälber in den nächsten Stall. Es sind jetzt eigentlich keine Kälber mehr, sondern schon Jungrinder. Die Jungrinder haben jetzt die Möglichkeit, hier draußen den Auslauf zu nutzen und können dann da in dem Stall fressen oder sich auch in die Liegeboxen legen, wo sie sich da schon dran gewöhnen können. Und sie bleiben hier, bis sie belegt sind, also bis zur ersten Besamung. Wenn sie dann tragend sein sollten, kommen sie da hinten. Könnt ihr vielleicht sehen, da hinten zu den Rindern. Und die laufen da auf dem Gras im Sommer. Ja, während im Winter wären sie auch im Stall. Und diese Rinder, wenn die jetzt 4 Wochen vom Kalb sind, kommen dann wieder nach Hause, werden dann angefüttert. Und nach dem Kalb ist es eigentlich eine Kuh. Dann geben sie Milch, werden gemolken. Und dann geht das wieder so weiter mit dem Kalb. Ein ewiger Kreislauf. Bis dahin, ciao.